Leichen umbuddeln. Nee, das kostet viel Geld. Das können wir gerade nicht. So, aber Brut. Ich muss Brut machen, sehe ich gerade. Habe ich... Ich hab kein Mehl für Teig. Was muss ich denn tun? Rede mit dem Astrologen über das Portal. Aber mit dem Astrologen muss ich noch reden. Ich brauche noch eine Flasche Wein. Ich muss noch mit dem Inquisitor reden. 12 Karotten, 12 Kuhköpfe und 12 Rüben zum Testen und Schluck auf Gras. Dabei soll man sich mit dir unterhalten kann. Jawohl. Das machen wir doch alles mal. Holz haben wir genug. Ich will mal eben zur Brücke schauen. Danke für dein Lurk. Versprochen. Ich muss mal eben jetzt einmal schauen, was wir hier brauchen. Was brauchen wir für diese Brücke? Weil ich will in den Sumpf. Ich brauche, das notiere ich mir mal eben auf dem Scharnierzettel. Wo habe ich hier meinen tollen Stift hier? Das Spiel kenne ich doch von wo. Ja, das kann ganz gut sein. Also ich weiß, dass... also ich bin da drauf gekommen, weil ich Stardew Valley gerne gespielt habe. Und dann wurde mir das mal vorgeschlagen. Und ich muss sagen, ich mag es halt sehr gut. Also ich brauche einmal eine Holzplanke, viermal Balken. Und acht Nägel. Achtmal Nägel. Das heißt, ich brauche Eisen. Eisenerz. Und ich weiß gar nicht, wo ich das sonst sonst so überall mal gesehen habe. Also mir wurde es halt, ich habe es halt gekauft, weil es mir von Steam quasi vorgeschlagen wurde unter diesen, weil sie Spiele wie Stardew Valley gespielt haben. So, da oben habe ich einen Ofen. Ich brauche Eisenerz. Ich weiß, hier oben ist Eisen. Hier oben müsste Eisenerz sein. Ja, da ist Eisenerz. Hey. Hallo? Mach das da raus. Und dann können wir hier Eisenerz abbauen, weil ich brauche das nämlich, um Eisenbarren zu bekommen. Und die Eisenbarren, die wiederum verwandeln wir dann nämlich schön in Nägel. Die wir dann ja brauchen. Also ich muss sagen, Kopfhörer ist okay. Es ist für mich sehr laut. Das ist halt das Problem von den Kopfhörern. Ich habe keine Lautstärkeregler an den Kopfhörern selber, sondern ich muss über das Hauptsystem arbeiten. Das ist... Und der Bass ist natürlich nicht da. Ne? Also, das ist klar. Aber für mich ist es ein angenehmeres Gefühl. Ich habe tatsächlich ein paar Kopfhörer auf meiner Liste stehen. Bei Amazon. Die das ein bisschen beheben können. Hier oben haben wir auch noch was. Was haben wir denn hier? Ich kann das nicht entfernen. Okay. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen hier nicht, dass unser Friedhof geflutet wird. Wir wollen auch auf jeden Fall Eisen mitnehmen. Ja, wir nehmen den Stein noch mit. Oh nein, jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Ach, verdammt. Ich wollte den Stein noch mitnehmen. Frechheit. Das werde ich dann nie wieder hinkommen. Ich kenne mich. Ich werde das sowas von verpeilen, da wieder hinzugehen. Und jetzt werde ich die ganze Zeit oben so einen angekloppten Stein da oben haben. So, Ressource wählen. Spitzhacke. Anfertigen. Schleifen. Ich werde auf jeden Fall den einen Erz da oben noch mitnehmen, die ich gesehen habe. Ich glaube, dann haben wir hier auch alles an Eisenerz abgebaut, was wir haben. So. Geht doch. Das geht doch. Das ist doch sehr schön. Jetzt werden wir wieder ein bisschen ruhiger. Dann senken wir die Stimme wieder ein bisschen. Wow. Ich muss Brennholz haben. Ich muss mehr Brennholz. Nicht Holzscheit. Hier nicht. Hier nicht. Brennholz. Ich muss Brennholz hacken. Weil ich muss mehr... Ich brauche mehr... Ach, ich muss doch Scheite. Ich brauche Holzscheite. Ich muss mehr...
Ach, und zum anderen kann ich unten Brenndinger jetzt bauen. Weil ich hier einfach mehr Brennstoff und Brennholz. Da nochmal 90 zu. Weil ich einfach mehr Eisen hier reinhauen will. Noch mehr. 7 Stück brennen jetzt hier. Sehr gut. Rein da, rein da, rein da. Rein da. So, jetzt haben wir eine Runde schlafen. Und dann gehe ich unten mal zum Garten und guck mal, ob wir noch ein bisschen was von dem Weizen abernten können. Oh. Und ich sollte meinen Joghurt mal essen. Ne? Ich habe heute übrigens meine praktische Betreuungseinheit vorgeführt, die ich beruflich brauche. Und mir wurde halt mitgeteilt, dass ich dafür doch eine sehr angenehme Stimme hätte, die eine Menge tragen kann. Was mich natürlich freut. Nee, Moment, die nehmen wir mal eben alle mit. Die nehmen wir alle mit, oh ja. Und dann gehen wir unten Holzscheite bauen. Nö, das sieht alles gut aus. Das wird noch, das wächst noch. Da brauchen wir zum Glück nichts gießen oder so. Und bei dem Flüchtlingslager müsste ich ja eigentlich auch nochmal hin. So, wir laufen unter den hier drunter durch. Damit wir ein bisschen Feuerbestand. Ach, ich muss das ja erst in der Technologie erlernen. Ist das Theologie? Kann ich hier Feuer... Leichenverbrennung? Ja. Das schalten wir frei. Das brauchen wir dringend. So. Weil hier können wir nämlich die ganzen schlechten Leichen loswerden. Die brauchen wir dann... Oh, ich habe 3 zu wenig. Aber hör auf, sich so zu drehen. Weil die können wir dann hier verbrennen, kriegen die Bestattungsurkunden. Können wir in Geld verwandeln, ohne dass wir unsere Wertung zerstören. Das heißt, wir können auch die ganzen vorab hier eingestellten Leichen tatsächlich einmal entweder rausholen und bekommen dann neue Bestattungsurkunden zu und können halt unseren Friedhof aufwerten. Das ist schön. Oh, da fällt mir ein. Ich muss noch irgendwas machen. So, Schweinchen, danke für deinen Lurk. Und natürlich für 2 Monate. Das ist schön. Das ist gut. So. Das war ein bisschen gemogelt, das ist natürlich meine Frau. Da musste ich aber selber mal eben kurz gucken. Hm. Ich muss noch mal ganz kurz hier rüber gucken. Eben einmal ein bisschen was kicken, ne? So, jetzt machen wir weiter hier. Ich möchte tatsächlich noch eben 4 Holzscheite bauen, weil ich unten ganz gerne 4 Verbrennungsstätten hätte. Einfach um der Optik willen. Ich werde hier später auch noch eine Kiste hinbauen, wo ich dann solche Sachen lagern kann. Oh, heute ist der Tag, wo der Astrologe wieder da ist. Das sollten wir ausnutzen, um... Warte, ich schiebe ich mal eben hier rüber. Um mit dem mal endlich zu reden. So, jetzt können wir es hier so rüberschieben, damit wir halt auch 2 auf einmal mitnehmen können. Wir sind ja nicht blöd. So. Wir sind ein bisschen bescheuert, aber nicht blöd. So, das können wir da alles rein. Ich lege mich mal jetzt ganz kurz einmal schnell hin.
Nicht, dass wir den verpassen, aber dass wir auch ein bisschen Energie haben. So. Ach, da können wir ausschlafen. Das ist kein Problem. Dann machen wir die nächsten Aufgaben fertig. Wir holen uns auch gleichzeitig die nächste Aufgabe. So. Wir können mal eben das Eisen drinnen lassen. Das ist eine Geschichte. Okay. Jetzt bewegen wir uns erstmal. Ach, ich nutze mal eben den. Benutzen das tote Pferd. Das können wir verlassen, weil dann... Oh, da kommt eine neue Leiche. Da sehe ich ja schon, dass wir eine neue Leiche bekommen. Der Esel ist auf dem Weg. Aber wir gehen erstmal hier rüber, weil hier ist nämlich das ist die Weizenfarm. Hier hinten ist der Leuchtturm, wo der Astrologe ist. Ah, mit dem unten reden wir auch gleich, aber das können wir gleich immer noch machen. Jetzt will ich erstmal ganz schnell hier hinten hin, bevor wir den Astrologen wieder verpassen. Und dann wieder eine Woche warten müssen. Das wäre nicht so schön. So. Hallo, mein Freund, da bist du ja. Hallo. Bist du der Astrologe? Das war ich mal. Jetzt bin ich nur noch eine verlorene Seele in dieser verwahrlosten Welt. Ich bin der neue Friedhofswärter und ich brauche deine Hilfe. Ja, jeder braucht irgendwas. Außer mir. Wissen macht einsam, junger Mann. Du wirkst ziemlich zufrieden. Deine trivialen Bedürfnisse bedeuten mir nichts. Also kannst du mir nicht helfen? Mal sehen, du kümmerst dich um den Friedhof? Ja. Psst, still. Bring mir ein Schädel, das ist verboten, aber wen kümmert schon die Regeln dieser blöden Inquisitoren? Den schwarzhaften Harry? Er ist mein Freund irgendwie. Ich glaube nicht, dass es angemessen wäre. Nein, nein, ich brauche einfach irgendeinen Schädel von irgendeiner Leiche. Okay, können wir gleich machen. Wollen wir mit dem hier nochmal reden. Heilige Makrele, mein Junge. Du siehst aus wie jemand, der toll der Zauberwelt der Fischerei sein will. Ich weiß nicht viel über das Fischen. Dann ist heute dein Glückstag, Junge. Ich weiß eine Menge darüber. Es ist so spannend und profitabel und außerdem sind Fische echt lecker. Na, da bin ich dabei. Eine gute Wahl, mein Junge. Ich gebe dir alles, was du brauchst und ich bringe dir bei, wie man Fische fängt und kocht. Ja, dann mach das mal. Frage noch eine Angel. Kannst du mir eine Angel geben? Na klar, Junge. Ich habe noch eine alte Angel hier. Aber das ist kein Geschenk. Bring mir Motten. Die sind klasse als Köder und du kannst sie nur nachts fangen. Und meine alten Augen sehen im Dunkeln nichts mehr. Wie wurde der jetzt zu Werner? Das hat einfach ein bisschen damit zu tun, dass für mich alle Fischer, Seemänner, Tavernenwirte immer so ein bisschen Hamburger sind. Und deswegen lande ich doch ganz schnell bei Werner, ne? Dass man doch mal eben so mal kiekt, was man was macht und dann mal ein bisschen rumguckt, was da passiert, ne? Und jetzt wollen wir lernen, wie man Fische kocht. Also, wie bereite ich Fische richtig zu? Na, du kannst sie uns einfach grillen. Aber ich schlitze sie lieber auf und brate die Hälften in Ölen an. Aber das kannst du echt gut. Ja, danke, Matan, danke. Und dann hast du Fischstäbchen. Ja, das liegt daran, weil ich mich so ein bisschen mit Voice Acting beschäftigt habe, so ganz leicht. Und gewisse Klischee-Rollen und gewisse Dialekte ein bisschen geübt habe. Und wenn du Fisch fängst, fängst du an, wie Fisch zu denken. Ein guter Fischer muss Fisch essen. Und dann fängt man halt einfach an. Das hat auch ein bisschen was bei mir mit der Arbeit zu tun gehabt, dass ich halt Leute gespiegelt habe. Da haben wir halt, ne, Hamburger oder halt so diese klischee-ostdeutsche Dialekte, ne, ne. Die man dann so, halt, nö, aber kennst du das doch machen? Dann wollen wir das auch mal so dünn und dann können wir mal rübergehen und dann passen wir mal öfter, dann geht das ja aber mal klar, ne? Also wir wollen noch mit Diggo reden. Dieser Typ muss verrückt sein. Denkst du, dass ich verrückt bin? Nein, sowas würde ich doch niemals denken. Aber ich versuche nur optimistisch zu bleiben. Und ich weiß, worauf es wirklich ankommt. Worauf denn? Na, glaubst du, dass er das verstehen würde? Nein,
Bestätigung, das würde er nicht. Er kann es nicht sehen. Okay, dann sage ich einfach irgendwas anderes. Innerer Frieden, meine Gewürze und Süßigkeiten, darauf kommt es an. Süß wie Honig. Ich bringe Honig und ich bringe dir bei, wie man einen Kuchen backt. Kuchen ist klasse. Ja, wir bringen dir Honig. Und dann, wenn man dann so ein bisschen sich damit beschäftigt und das dann vielleicht auch mit Leuten macht, also im privaten Bereich habe ich das halt auch ein bisschen gemacht, das mit Leuten halt podcastmäßig und sowas, bevor das richtig losging mit Twitch und sowas alles, halt verschiedene Rollen gespielt habe, so online, also radiomäßig, also in der Radiosendung habe ich dann halt, Online-Radiosendung, die ein bisschen auf einem privateren Rahmen lief, habe ich dann verschiedene Rollen auch gespielt. 1, 2, 3, 4. Esel verdienen noch mehr Karotten. Was machst du da? Ich streike. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich mich nicht weiter unterdrücken lasse und dir keine weiteren Leichen mehr bringe. Jedenfalls nicht für umsonst. Ich habe eine Reihe von Bedingungen. Zuerst verlange ich bessere Arbeitsbedingungen. Öle die Räder. Ich ertrage diesen Klang nicht mehr. Außerdem Urlaub. Keine Leichen mehr am Gebetstag. Und zuletzt, ich will besser bezahlt werden. Von dir. Diese Leichen sind nicht dein Eigentum. Sie sind natürlich Ressourcen. Ich will meinen Anteil. Jeweils weitere Leiche kostet dich 5 Karotten im Voraus. Die kannst du in eine spezielle Kiste hier packen. Ich hole mir dann die Karotten daraus ab. Hallo Fischbauern. Wenn dir das nicht passt, kannst du dir einen anderen Esel suchen. Oh, es gibt keinen anderen Esel? Okay, hier müssen wir diese Truhe immer aufbauen. Damit müssen wir ihn bezahlen. Gut, und jetzt steckt die Karotten da rein. Wir haben natürlich keine Karotten. Jo, erstmal einfach Captain Blaubeer bzw. Werner. Ja, genau. Warum? Das ist halt... Ja, es ist halt Werner. Das sind halt alles so... Captain Blaubeer, Captain Werner. Ne? Das ist halt... Das sind halt alles so die Richtung. Das geht halt alles dann so in den Bereich, ne? In den Hamburger Bereich so ein bisschen. Alles an die Küste und so ein bisschen. Dann passt man doch schon auf, du, ne? Aber ich mag das aber auch. Ich liebe es, mit solchen Dialekten zu spielen. Dialekte und auch, wie gesagt, auch mit Klischees. Ne? Zum Beispiel halt diese Klischees, wenn man sagt so, wenn man so, ich sag mal, das böse Wort Öko in den Mund nimmt, ne? Solche Sachen, ne? Dann müssen wir das halt ausdiskutieren, ob das so in Ordnung ist, dass ich das so sage, ne? Ich weiß auch nicht, wie ihr das so empfindet, ne? Aber das ist nicht so schön. Ich mache mich ja noch richtig zum Affen und unbeliebt. Nein, hätte ich nicht. Aber mein Lieblingsdialekt ist ja nun mal so ein bisschen so der Hamburger Bereich, ne? So. Das ist halt eben der Punkt. Ich mag diesen Dialekt total gerne. Und wenn ich den hier zu Hause spreche, meine Frau kriegt immer einen Anfall, weil sie den irgendwann nicht mehr hören kann. Und das ist dann natürlich ein leeres Beet. Ach, ich muss ja noch Kisten. Kräuter, ich will hier, wo kann ich denn da? Blau, zack, freischalten. Ich will hier eine Kiste hinbauen. Was brauche ich für eine Kiste? 4 Balken, 4 Nägel. 2 einfache Eisenstücke. Dann mal ran an Meter. Oder machen wir das mal fertig, ne? Ne, hier oben. Nägel. Einfache Eisenstücke. Und dann, was habe ich gesagt? Balken, ne? Dann machen wir das doch mal fertig. Das große Problem ist einfach nur, wenn man da mal so drinne ist, dann kommt man da so schlecht wieder raus. Da muss man echt so einen Schalter umlegen und aufpassen. So, guck mal jetzt. Jetzt kann ich hier eine Kiste hinstellen, die mir sehr, sehr gut hilft. Weil ich nämlich jetzt hier diese ganzen... Nee, nicht den. Das Getreide brauche ich, aber die Samen einbauen, einsetzen kann. Und die werden dann nämlich abgerufen. Von dem Kollegen. Kollege Feld. Habe ich jetzt... Ich habe 10 Karotten. Na, also war doch gar nicht so schwierig. Und das ist erst der Anfang.
Musst du das unbedingt hier machen? Ja, muss ich. Und das ist nicht deine Straße und das ist mein Manifest. Ich dachte erst, dass du ein netter Esel bist. Bin ich auch. Nur nicht zu dir. Und jetzt? Ach, Öl. Er will noch Öl. Aber wir haben 12 Karotten, wir haben 12 Kohl, wir haben 12 Rüben. Das ist doch schön. Das heißt, ich kann jetzt... Was brauche ich, um das hier wegzumachen? Zeug, was ich noch nicht habe. Ich wollte die Brücke machen. Habe ich mir doch gerade aufgeschrieben. Da. Eine Holzplanke brauche ich. Okay. Ich brauche eine Holzplanke. Die kriege ich hier unten. Ne? Ja. Die kriege ich schon fertig. So, eine Holzplanke. Dann brauche ich 4 Balken und 8 Nägel. 4 Balken habe ich. Und also brauchen wir nur noch 8 Nägel. Und also brauchen wir noch 4 Nägel, weil wir haben ja 4 im Inventar. Und natürlich habe ich jetzt zu wenig Energie. Ich könnte natürlich auch Karottenschnitzel machen, aber ich will die für den Händler behalten. Damit wir mehr... lecker. Damit wir mehr Möglichkeiten uns offen halten können. Ich fühle mich so erfrischt. Dann bist du so erfrischt, dass wir ein bisschen Mehl machen. Damit wir Teig machen können, damit ich ein bisschen Brot habe. Und beten muss ich noch definitiv, damit ich Glauben kriege. Für Schlange. Damit wir dann auch den Gang nach unten frei kriegen. So, und kochen. Ah, da haben wir nicht genug Wasser. Dann hole ich erst Wasser von draußen. Jetzt können wir erstmal beten. Nein, wir machen die Nägel erstmal fertig, bevor ich das vergesse. So, und jetzt gehen wir beten. Jetzt machen wir unsere Predigt. Dann kriegen wir Glauben, kriegen ein bisschen Geld. Und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Muss mich ein bisschen beeilen. So, einmal eintreten bitte. Oh, wir müssen hier den Deko auch noch rein. Oh, ich muss das Gebet von unten holen. Da muss ich immer dran denken. So, Geschichte rein. Los. Ein flüchtiges Gebet, nicht den Glauben. Den Glauben brauche ich oben nicht. Wo geht denn diese Eisentür dahin, dieser Erdkeller-Dingens? Gucken wir gleich nach. Was du meinst. Gucken wir gleich mal eben nach. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Ja, jetzt kommt der toll. Das ist super. Ich muss gleich mal eben gucken, welche Tür du genau meinst. Welche Eisentür. Komm, spendet. Ich gehe sowieso gleich wieder runter in den Keller. In den Kirchenkeller. Um das Gebet wieder zurückzupacken. Und ich meine, da hast du eine Tür gesehen, ne? Ich glaube, da ist die Tür, die du meinst, ne? Hier unten. Hier ist ja der Keller. Hier geht's in Richtung... Ach, du meinst die hier, ne? Die hier rechts, ne? Anna, ne, draußen. Achso, ja, warte mal eben ganz kurz. Dann gehen wir mal eben raus. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Hier unten. Moment. Meinst du... Die hier meinst du, ne? Richtig? Die geht in die Leichenhalle. Das ist hier quasi unter der Kirche. Also da ist das Kirchengebäude. Also das ist der Keller, wo wir gerade drinnen waren in der Kirche. Und ihr könnt jetzt hier einen Verbindungsgang freimachen zu Kirche, Keller und Leichenhalle. Und dieser Hobbit-Eingang hier ist halt quasi der Eingang zur Leichenhalle. Ja klar, kein Thema. Dafür sind ja Fragen da, ne? So, Brücke wird repariert. Jetzt können wir nämlich auch hier rüber. Und jetzt können wir in... Oh, nee, Moment. Ich gehe noch nicht in den Sumpf. Ich möchte ein bisschen mehr Energie haben. Das ist mir aktuell ein bisschen zu wenig. Weil ich weiß, dass ich dort Erz finden kann.
Und ich möchte nicht plötzlich dastehen und kein Erz haben. Oder keine Energie haben, um Erz absammeln zu können. Das wäre scheiße. Ich nehme jetzt nochmal eben zwei Eimer Wasser mit. Mit diesen zwei Eimer Wasser können wir nämlich gleich noch ein bisschen Teig machen. Und mit Teig können wir Brot machen. Und Brot gibt uns Energie. So, 40 Teig. Davon schaffen wir nicht alle. Ah. Schade. Aber 35. Ja. Wir können ein paar Brote machen. Dann mache ich erstmal Brote. Wir müssen ja eine Wegzerrung für den Ausflug in den Sumpf haben. Ne? Nicht, dass uns nachher und dass wir dann vor Hunger da irgendwo hängen bleiben. Hm. Hunger, Himbeere ist so lecker. Oh, hi Inga. Nein, nix, sorry. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hatte gedacht, weil du nicht geantwortet hast, habe ich gedacht, du hast schon geschlafen. Also das kocht jetzt natürlich erstmal für sich hin. So, wir haben wieder 4 Brote. Nehmen wir Wasser rein, Getreide, das lasse ich drinne. Für den Händler nicht. Nee, hab starke Schlafprobleme im Moment. Och, das ist nicht so schön. Das höre ich nicht so gerne. Oh, das tut mir echt leid. Dann hoffe ich, dass ich dir vielleicht ein bisschen beim Einschlafen behilflich sein kann. Ich werde dann auch extra für dich meine Schlafstimme benutzen. Und gar nicht so hektisch hier sein. Ich wurde heute ja für meine Stimme extra gelobt, weil ich ja meine Betreuungseinheit vorgeführt habe, praktisch. Und ich bin für das dafür gelobt worden, für meine wunderbare Art, mit meiner Stimme zu transportieren, zu beruhigen und Leute auch abzuholen. Und da bin ich auch immer sehr, sehr stolz drauf, weil ich lege sehr, sehr viel Wert auf meine Stimme. Und ich arbeite halt auch sehr gerne mit meiner Stimme, wie man heute ja auch schon ein bisschen gemerkt hat. Glaube ich, das war Dankeschön. Wie man ja heute gemerkt hat, ein bisschen arbeite ich auch sehr, sehr gerne mit meiner Stimme. Und mache da sehr viel mit. Deswegen ist es mir halt auch sehr wichtig. Ja, die ist mir halt sehr wichtig. Und auch, dass man das wertschätzt so ein bisschen. Weil, ja, ich weiß nicht. Ich finde, man kann in der Stimme sehr, sehr viel raushören. Generell aus Stimmen an sich. Die Stimmlage verrät viel mehr, als man glaubt. Oh, Schluck auf Gras. Das brauchen wir ja noch für den Kaufmann. So, wir arbeiten uns jetzt hier durch den Sumpf. Wir sehen eine Menge Erz. Das ist sehr schön, das brauchen wir später, weil wir sehr viel Nägel und sehr viele Eisenstücke brauchen werden. Ich stottere in letzter Zeit wieder mehr und rede sehr schnell. Das hatte ich mir eigentlich abgewöhnt gehabt. Das ist dann nicht so schön. Und dann kommt so einer wie ich und erzählt ja einen weg von der Wichtigkeit der Stimme. Hallo, Fettnäpfchen. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Nein, also niemand ist... Nee, passt schon, das habe ich schon gedacht. Nein, niemand ist ja, macht sowas ja mit Absicht. Wenn ich das vorher gewusst hätte und dann darauf rumgeritten hätte, das wäre nicht so schön gewesen. So rum ist das jetzt was anderes natürlich, ne? Aber jeder, der einen gewissen Nachteil hat, hat dafür ja dafür aber woanders auch seine Vorteile. Ne? Also ich sag mal so, dafür, dass ich zum Beispiel sehr stark mit meiner Stimme arbeite, bin ich dafür handwerklich nicht so der versierteste, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin zwar
toll im gewissen Bastelarbeiten, aber ich könnte zum Beispiel so werken, wäre so absolut nicht meins. Oder zeichnen kann ich auch überhaupt nicht. Also ich kann Strichmännchen malen und ich schreibe mir das übrigens auf, was wir hier brauchen. Das ist nämlich eine Abkürzung in den Sumpf. Da müssen wir nicht den ganzen Weg außenrum wieder laufen. Da brauche ich 6 Balken, 3-mal Planke und 10 Nägel. So. Dann haben wir eine Abkürzung in den Sumpf. Oh, ich sollte mir dazu auch aufschreiben, dass das für den Sumpf ist. Sumpfbrücke. So. Zeichnen. Wenn es eine 10 gäbe in der Schule, hätte ich die in Zeichnen. Siehst du? Und ich, wenn es eine 10 gäbe in Zeichnen in der Schule, dann hätte ich eine 11. So. Also an einer Skala von 0 bis 10 im Thema Zeichnen bin ich auf minus 1. Malen sieht wieder anders aus. Bin fort mit dir, böser Geist. Ich bin kein Geist, ich bin der Friedhofswärter. Aber bist du dir sicher, dass du echt bist? Oh, nicht 100%, aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass ich echt bin. Und wer bist du? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich versuche schon seit einigen Wochen die Antwort zu finden und ich habe ein paar Theorien. Sehe ich eher aus wie eine Hexe? Oder eine Märchenprinzessin? Was meinst du? Ich hatte immer eine 1 plus. Ja, das glaube ich dir, dass du immer eine 1 plus hast. Wir sind mal ehrlich. Du siehst aus wie eine Hexe. Da hast du wohl recht. Ich bin zu schlau, um eine Prinzessin zu sein. Wie dem auch sei, ich brauche deine Hilfe. Ich verstehe die ganze Zeit Knie nieder. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich bin nur mit dieser Notiz in meiner Hand aufgewacht. Falls du dein Gedächtnis verlierst, koche den Weihrauch und die Biene im Kessel. Trink das, die Zutaten sollten schon im Kessel sein. Viel Glück wünscht dir du aus der Vergangenheit. Und hast du es versucht? Siehst du hier vielleicht irgendeinen Kessel rumliegen? Das habe ich auch verstanden. Nein. Ich auch nicht. Wir haben also entweder zwei Optionen. Wir haben zwei Optionen. Entweder machst du mir diesen Trank, sollte nicht so schwierig sein. Oder du bringst mir einen neuen Kessel und besorgst mir die Zutaten. Ja, wo finde ich dann einen Kessel? Oh, ich brauche einen großen Kessel. Ein guter Schmied weiß bestimmt, wie man einen fertigt. Wenn du mir hilfst, helfe ich dir. Ja, wir helfen dir natürlich. Jetzt können wir alchemistisch und sowas. Das heißt, dann können wir selber Sachen machen. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Ja, aber danke, dass ich nicht der Einzige war, der das verstanden hat. Also, ich habe doch eindeutig Knie niedergesagt. So, wir erstmal ab nach Hause. Oh, unsere Brote sind fertig. Jetzt können wir den Rest reinhauen. 32 Brote, das ist doch was. Haben wir hier noch was an Eisen? Ach, ich... Oh, Brennstoff. Brennholz. Ich muss Holz sammeln. Holz, Holz, Holz. Kann ich? Ja, ich kann den auch haben jetzt. Ja. Zack, 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 zack. Oh, alles rein da. So. Jetzt haben wir das so schön. Oh, ich bin so froh, dass wir die höhere Holzproduktion haben. Ach, so geht's auch. Ja, natürlich. Glaubst du, ich laufe los und hole jedes Ding einzeln? Dann schiebe ich lieber den zweiten vor mir her. Das mache ich auch immer, wenn ich hier unten... Na, man kann ja damit die Bäume nachwachsen, muss man die Baumstümpfe ja rausziehen. Und das mache ich hier auch immer. So, ich den jetzt rausziehe. Da ist der erste. So. Zack, einen aufgenommen. Und den anderen schön hochschieben. So muss ich nicht für jeden einzeln rennen. Wenn man richtig gut ist, schafft man es auch noch zwei vor sich herzuschieben. Ist nur bei den Kurven dann ein bisschen schlecht. So. Verbessert die Holzproduktion ein bisschen.
Ja, wir haben Brot. Mit ein bisschen Brot in den Muckis geht das. Da können wir noch ein bisschen... Oh ja, komm, wir machen mal 130, 150 Brennholz. Ja, nee, komm ja hier. Ich will... Ja, wir haben ja noch genug Brot, die wir im Backofen haben. Da können wir ein bisschen Brot essen, um ein bisschen mehr zu hacken hier. Ist übrigens keine Endlösung, also keine Endlösung, keine endgültige Lösung. Wenn man das macht, dann irgendwann ist man so übermüdet, wenn man zu lange wach ist, dass man dauerhaft Energie verliert. Oh, schaffe ich noch den auch noch? Ja, sehr schön. Wir haben 150 Brennholz. Die schmeißen wir hier mal eben alle rein. Ups. Ich sagte alle. Nein, 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 nein. So. Zack. Jetzt haben wir 1365 Brennholz. Das ist gut. Das heißt, ich kann jetzt... Komm, kann ich nicht? Kann ich das mit den Tasten? Nein. Muss ich anklicken. Okay. Ist egal. Ich mach alles an Brennholz. Oh nein, ich kann nicht alles an Eisenerz rein. Egal, 45 Barren. Kein Thema. Das Ding brennt jetzt erstmal eine Weile. Ist hier was? Ich mach mir jetzt Folgendes. Wir springen jetzt erstmal ganz schnell zum toten Pferd. Hey, geh weg. Weil ich will mit dem Händler reden. Gib ihm doch Schluck auf Gras. Oh, danke, das probiere ich gleich mal. Schmeckt irgendwie komisch. Jetzt schmecke ich gar nichts mehr. Aber warte kurz, ich beiß mal schnell vom 40. Keks ab, den ich dabei habe. Dann vollkommen geschmackslos. Ich spüre überhaupt nichts. Aber was hast du mir da gegeben? Nur wo du danach gefragt hast. Schluck auf Gras. Oh mein Gott, es ist passiert. Das ist der Fluch. Als ich noch jung war, wurde mir vorher gesagt, dass ich etwas verlieren würde, was mir am wichtigsten ist. Wer hatte das gesagt? Ja, eine alte Wahrsagerin. Ich bin mal in einer Karawane durch die Wüste in die nördlichen Berge gereist. Wir machten eine Oase halt und da war diese alte Frau. Alles, was sie sagte, wurde wahr. Jetzt auch noch das. Ah, das tut mir echt leid. Warte mal, kennst du vielleicht irgendwelche Hexen? Nein. Hm, der Inquisitor hat sie bestimmt alle erwischt. Wenn die alte Kloto noch am Leben wäre. Sie war schon ziemlich alt, als ich jung war. Aber wenn sie noch am Leben ist, muss sie eine echte Hexe sein. Du solltest sie in der Mitte des westlichen Sumpfes aufsuchen. Sag ihr, dass ihr Händler und Priester, der ihr immer die Liebestränke abgekauft hat, ihre Hilfe braucht, dann erinnert sie sich bestimmt. Du warst mal Priester? Nein, mein Bruder war Priester. Darüber will ich nicht reden. Ach, ich zähle auf dich. Heile mein Fluch. Ich schau mal, was ich tun kann. Was unsere Abmachung angeht. Ich habe Rüben. Ich habe Kohl. Und ich habe Karotten. Aber um ehrlich zu sein, dieses Gemüse ist furchtbar. Das könnte ich nur an die armen Stadtbewohner verkaufen, die essen alles. Vor allem nach zwei schlechten Ernten nacheinander. Schlechte Ernten? Ich sehe keine Anzeichen einer schlechten Ernte. Alles wächst und gedeiht. Dieser Ort ist ja auch gesegnet, aber in der Stadt und ihren Vororten gibt es eine Wasserknappheit. Der Würmelfluss hat weniger Wasser, nur der Gjoll, das an dem Friedhof vorbeifließt, bringt Wasser nach Würmur. Der Wasserstand im Hafen der Stadt ist zu niedrig, deshalb kann auch das Schiff der Toten nicht ablegen. Frage nach zukünftigen Geschäften. Ist es möglich, zukünftige Ernten zu verkaufen? Du scheinst ein anständiger, vertrauenswürdiger Typ zu sein. Na klar. Ich habe einen Traum. Und ich bin froh, dass du auf meiner Seite bist. Es wird Zeit, dass wir beide bekommen, was uns zusteht. Was uns wirklich und wahrhaftig zusteht. Und deswegen muss ich der königliche Küchenmeister werden und königlicher Geschmackstester natürlich. Dies wird mir unglaubliche Macht verleihen und ich komme an all das leckere Essen, das nur der König sich leisten kann. Und was hat das mit mir zu tun? Geld, wir werden ein Vermögen verdienen. Dann bin ich natürlich dabei. Um mein Ziel zu erreichen, müssen wir den Kampf an zwei Fronten gewinnen. Zunächst müssen wir den Markt für Delikatessen in der Stadt dominieren. Und dann müssen wir die Mitglieder des königlichen Rats bestechen. Mit diesem Gemüse fassen wir auf dem Markt keinen Fuß. Aber ich erkenne das Potenzial. Mit dem richtigen Dünger und einer guten Auswahl an Saatgut könntest du etwas Feines anbauen. Aber zunächst brauchst du eine Handelslizenz.
am Briefkasten bei deiner Kirche. Besorg dir eine und wir sind Partner. Ja. Jetzt haben wir natürlich alles schon fertig. Ich will das aber auch. Hat er noch was? Hier, guck mal. Kann man das Brot verkaufen? Ah, der will mein Brot kaufen. Das will ich aber nicht. Oh, ich muss doch noch zum Smied. Das hat mir doch die Frau gesagt, die da hinten in dem Sumpf lebt. Da soll ich doch noch einen Kessel holen, ne? Handeln? Hast du einen Kessel für mich? Oh, der hat einen Kessel, aber den will er mir nicht verkaufen. Ich mag das. Das freut mich. Oh, das ist doch schön, wenn du auch Freude hast. Ja. Dann gehen wir nach oben, weil ich weiß, da ist noch was. Ich hab da noch was. Ich weiß, dass da noch was ist. Hier sind noch zwei Freunde von mir. Zwei Freunde. Ich muss die nur finden. Ernsthaft? Wo bist du? Wo bist du? Ah, hier ist er. Ich rieche was Leckeres und Rauchiges. Wenn du jemanden suchst, der dich handliest, solltest du in die Stadt gehen. Dann versuch alle... Ich liege hier und komme aus dem Lachen nicht raus. Sehr schön, es freut mich. Dann versuchen alle verzweifelt genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens einen trockenen Laib Brot kaufen zu können. Und ich will aber die tolle Eisenbahn haben, die da im Schrank ist. Aber die will der böse Mann mir nicht verkaufen, weil er sagt, ich muss dafür Münzen hinlegen. Und so viel habe ich gar nicht. Weißt du, ich kann traurig. Dass er mir dann gesagt hat, dass ich mir nicht mal den Waggon von der Eisenbahn leisten kann. Dann war ganz traurig. Aber dann habe ich einen Teddy gefunden und war wieder froh. Ja, zu wenig Taschengeld. So. jetzt habe ich natürlich hier total verpeilt, dass er uns beibringen möchte, wie wir ein Rezept können wir bei ihm uns Kebab. Dafür müssen wir 4 Fischfilets machen. Apropos Fischfilets, wir müssen ja, damit wir angeln können, müssen wir Motten bringen. Das heißt, ich muss hier 15 Punkte investieren, damit wir die Imkerei lernen, damit ich hier lerne, wie man Motten fängt. Und jetzt können wir tatsächlich Motten, nachts Motten fangen. Die brauchen wir ja für den Angler. Ne, für den Fischer. Oh, hier, der hat auch noch was zu sagen. Hoi, ich bin Tress. Ich bin der Friedhofsherr, schön dich zu treffen. Wenn du Holzmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Bis dahin kommen, musst du meinen Bruder Curry besuchen. Ich Hamburger schon wieder, ist mir egal. Musst du meinen Bruder Curry besuchen. Das sind definitiv Brüder. So. Der Hamburger hat jetzt auch ein bisschen. Aber nur ganz leicht. So ein halber. So, guck mal, hier oben ist noch ein Holzfäller. Hey, komm ja nicht auf die Idee, hier Bäume zu fällen. Nein, ich schaue mich hier nur um. Na gut, ich bezahle diesem Dorf eine Menge für das Recht, hier die Bäume fällen zu dürfen. Das ist echt harte Arbeit. Warte, der muss ein bisschen tiefer. Wenn ich doch nur eine bessere Axt hätte. Was ist, wenn ich dir eine bringe? Ja gut, ich verdiene ja nicht so viel Geld hier draußen, ne? Also, ich habe ja nicht mein Haus und, ja, gut, ich kann dir ein altes Familienset beibringen, weißt du, so Pasta, die hält deine Ausdauer. Das musst du gar nicht tun, ich habe doch nicht mit Teelern bezahlt. Nee, das musst du auch nicht, ich mache das gerne. Ich liebe das ja, so die Leute so zu sprechen.
Und den wollte ich halt ein bisschen tiefer, ein bisschen so, ja, ich muss mal, ne, und da kann ich auch mal links rumgehen und wenn ich dann, da hinten im Wald, ne, da ist so eine kleine Kuhle und da solltest du aufpassen, da bin ich dann immer so nach dem Frühstück. So, wenn denn der Morgen so ein bisschen rumbildet, ne, dann weiß er schon, ne, also. Da riecht's dann nicht nach Rosen mehr, du. Da ist dann ein bisschen Dünger im Wald, ne? Damit da die Eiche auch wieder wächst. Jetzt gehen wir eine Runde schlafen. Ich kann mein Zuhause-Ding ja wieder benutzen. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde schlafen. Nee, gehen wir nicht. Moment. Stopp. Das ist ja falsch. Ich will doch Motten. Wie viele brauche ich denn? Wie viele Motten brauche ich denn? Was will der Angler denn? 4? Frage sind den Vampir. Bringe 4 silberne Fischfilets. Hilf der Hexe, ja. Baue einen Brunnen, baue ein Zelt, Honigtöpfe, Eisenaxt. Eine Eisenaxt muss ich, okay, Stempel. 6 Motten. Dann gehen wir auf die Suche. Oh, jetzt haben wir ja ein bisschen Brot. Ich glaube, es war so. Für Motten musste ich nachts Blumen pflücken. Ja. Eine Motte haben wir. Jetzt müssen wir nachts Blumen pflücken und mit Glück haben wir eine Motte. Dann gehen wir auf Blumensuche. Hier können wir übrigens einen Zen-Garten hinpacken. Das würde ich auch noch machen. Der hat keinen Effekt. Absolut keinen Effekt. Außer, dass wir da uns ausruhen können und die Zeit verstreifen können. Aber er sieht einfach wunderschön aus. Ich mag sowas, so Steingärten und sowas. So, jetzt gehen wir hier unten ein bisschen lang. Gucken mal, sind hier Blumen? Ich möchte nämlich gerne Motten sammeln. So, ich bin hier unten auch kaum lang gelaufen. Ach, hier kann man was aufsammeln. Das sind Beeren, die zählen leider nicht. Bärenbeschützer sind keine Motten drin. Oh, hier im Sumpf sind aber ein paar Blumen. Müssen wir mal gucken, dass wir... Komm schon, ich möchte nur noch ein paar Motten sammeln. Komm schon. Danke schon, Lina. Ah, da ist noch eine. Ist doch schon fast rum hier. Wieso bist du nicht... 3 Stück, wir haben die Hälfte, haben wir. So, wenn wir uns jetzt ranhalten, kriegen wir vielleicht noch genügend zusammen. Oh, nicht genügend Energie. 4. Ah, ich sehe doch schon kommen, dass wir noch... 2... Eine noch? Oh, komm. Komm, jetzt gib mir noch eine, bevor die Nacht vorbei ist. Ich möchte nicht wegen einer nochmal losrennen müssen. Ah, sehr schön. Wir haben 6 Motten zusammen. Ah, ist das schön. Ah, ist das toll. Genau das wollte ich. Und jetzt werde ich die Motten so lange im Inventar behalten, bis wir wieder beim Fischer vorbei müssen. Weil ich kenne mich. Ich werde wahrscheinlich dann losrennen, zum Fischer rüberlaufen. Und werde die Motten vergessen in irgendeiner Kiste, wenn ich die jetzt irgendwo rein tue. Und das möchte ich nicht. Genauso viel. Moment. Wo habe ich dann Theologie? Steinerne Grabsteine und so. Das können wir. Okay, Steinschneider. Genau, ich wollte den Steinschneider, weil ich alle Gräber jetzt an Stein aufbauen möchte. Der Optikreiber. So. Eisen. Motten lasse ich drinne. Die Blumen bringe ich mal rüber zur Kirche. Die Sache ist hier ganz klar momentan. Ich muss mal gucken, welche sag schnell, welche Gräber ich
hier noch aufmachen muss. Das ist 3, das ist okay, der hat 3. Die könnte ich zum Beispiel nochmal aufmachen. Den könnte ich aufmachen. Rausschmeißen. Der muss rausgeschmissen werden. Die muss auch rausgeschmissen werden. Weil die einfach nichts bringen. Also das sind halt alles unnötige Leichen. Eigentlich im Prinzip müsste ich alle Leichen nochmal exhumieren. Ich kostet aber 1 Silber und 75 Kupfer. Das ist halt schon nicht wenig. Besonders weil wir gerade aktuell nur 21 Kupfer haben. Die ist okay. Die ist auch okay. Also es gibt ein paar Leichen, die sind okay. Die können wir so lassen. Aber da oben sind wir minus 2. Die müssen wir halt auch einfach mal irgendwann ganz schnell entfernen. Und dann verbrennen wir die alle. So. Sammle ich noch eben ein. Ah, guck mal, Gebot ist alles fertig. Jetzt legen wir uns eben hin und werden dann mal schauen, was wir morgen den Tag anstellen.